Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Chaos on the Crypt of the NecroDancer. Heute wieder die Daily Challenge und ich habe gerade ein paar Proberunden gespielt und ich bin wirklich nicht gut, obwohl ich in die zweite Ebene mal wieder gekommen bin. So, heute habe ich mal ein bisschen mehr das Spiel gespielt, aber viel weiter als Ebene 2, obwohl ich bin glaube ich einmal bis zum Boss von der Ebene 2 gekommen, aber das war auch das Größte, was ich heute erreicht habe bei dem Spiel. Aber wenn es mit einem Langschwert anfängt, dann kann es ja eigentlich nur gut werden. Der blöde Geist muss erstmal weg. So, wir haben auf jeden Fall einen wunderschönen Coin-Multiplikator von 3 unglaublichen Multiplikationsfaktoren. Weiß nicht, auf was ich jetzt hinaus wollte, aber es ist auf Multiplikationsfaktoren hinausgelaufen. Was gibt's denn im Shop Schönes? Einen Speer, den brauchen wir nicht. Das ist der Ring of Mana, wenn ich mich recht erinnere. Und der bringt mir jetzt momentan nichts und insgesamt auch nicht viel, weil ich mit Zaubern meistens nichts anfange. Außer ich kriege mal einen Heilzauber, aber das ist der seltenste Fall. Komm, grüner Drache. Oh, die sind so schön einfach zu erledigen, die grünen Drachen. Im Gegensatz zu ihrem roten Pendants, die mich irgendwie jedes zweite Mal umbringen. Oder besser gesagt, ich sterbe jedes... Oder ich schaff's nur jedes dritte Mal. So muss man sagen. Wunderbar. Perfekt ausgedrückt. Ich kann mir den Ring trotzdem holen dann. Oder ich spare mir das Geld auf. Ich meine, die Münzen sind zwar der Score, den man am Ende behält und in die Liste eingetragen wird, aber das ist mir ziemlich egal, weil ich es für den guten Endpunktestand erstmal bis zum Ende schaffen müsste. Und bevor ich das schaffe, weiß ich auch nicht. Gehen wir weiter. Ich habe gemerkt, die Orangen mag ich nicht, weil ich mit deren Sprungrhythmus irgendwie nicht klarkomme. Da habe ich entweder Glück und ich springe genau richtig, dass ich den Gegner erwische, oder ich treffe den einfach nie. Das hatte ich jetzt gerade vorhin in der Runde. Bin ja 10-fach rumgesprungen, bis ich irgendwann den Takt verpasst habe, von dem getroffen wurde, und dann habe ich ihn endlich erwischt. Also, Orange, böse. So. Ich liebe es, wenn man mit dem Langschwert 2 Gegner gleichzeitig erledigt. Das ist ein Geier im Raum. Oh, mit einer Magiekiste. Ein Ring des Charisma. Sieh an. Wenn wir jetzt den Shop auch noch finden, dann sparen wir uns ein bisschen Gold. Ach, sieh an. Wenn man vom Teufel spricht. Heilzauber. Ich kann mir Heilzauber... Lecker. Oh, die Schaufel kann ich mir direkt mitnehmen. Praktisch. Dann haben wir jetzt was zu essen zum Heilen. Was zum Heilen zum Heilen. Ein Ring, der uns Sonderrabatte gewährt. Und sonst eigentlich nichts Außergewöhnliches, oder? Ah, das Langschwert. Ist jetzt nicht unbedingt außergewöhnlich, weil es eine normale Waffe ist, aber alles ist besser als ein Dagger. Das ist der Leitspruch in dem Spiel. Alles ist besser als ein Dagger. So. Läuft doch ganz wie geschmiert gerade. Muss ich sagen. Was? Ma, das war jetzt unfair. Habt ihr das jetzt gesehen? Der wurde jetzt von der Falle... Der wäre jetzt normalerweise, sein Sprungrhythmus wäre eins tiefer gewesen. Aber durch die Falle ist der jetzt eins nach oben geschossen. Wo ist der Drache? Sehe doch, dass da ein Drache ist, ja. Oh, oh, oh.
springen gerade ganz blöd. Hup, hup. Hast du Haar? Ich komme mit dem Drachen einfach nicht klar. Das ist so schlimm. Ma, es war gerade so schön. Boah, ich bin immer so überfordert, wenn der Drache kommt. Wenn ich dann nicht direkt neben der großen, geraden Feld stehe, dann bin ich einfach sowas von überfordert. Obwohl er eigentlich so ein einfaches Muster hat. Einfach über ihm stehen. In dem Feuerstrahl könnte man auch so leicht ausweichen, aber das schaffe ich irgendwie nie. Wenn ich in dem Feuerradius stehe, dann bleibe ich auch drin. Das ist mein Motto. Feuerradius, ich bleib drin. Niemals ausweichen, niemals überleben. Oh, mein Multiplikator. Muss jetzt wieder der blöde Minotaurus darunter leiden, dass du meinen Multiplikator kaputt hast. Oh, ich hasse die roten. Ah, das hatte ich gerade. Ich komme an die einfach so schwer ran. Das ist unglaublich. Die haben so ein unberechenbares Muster. Das ist furchtbar. Bei den normalen Fledermäusen geht es ja noch, weil die wenigstens einen Zug Pause machen zwischendurch. Aber bei denen muss man wirklich Glück haben, dass man das richtige Feld erwischt. Böse, böse, böse. Hallo, kleiner Stalker. Die Geister habe ich langsam auch kapiert. Die haben nämlich genau so einen Rhythmus, wenn sie erscheinen, dass man, wenn man sie, wenn man auf sie zuspringt, man sie direkt erledigen kann. Oh Gott. Deswegen am besten entweder direkt hinspringen oder wenn man auf ein anderes Feld zwischendurch schlägt, nochmal auf ein anderes Feld schlagen, dann ist das kein Problem. Jetzt habe ich mittlerweile alles rausbekommen, weil ich so unglaublich aufmerksam bin in dem Spiel. Ah! Und da war wieder der... Ha! Furchtbar! Weg mit dir! Oh, bitte lass da was zum Essen drin sein. Bei meinem Glück eh nicht, aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt, komm. Und... Ah, es war klar. Oh, ein Gold... Langschwert. Das... viel zu teuer ist. Mein Gott, ist das teuer. 312 und ich habe nicht mal 100 zusammenbekommen. Ist richtig peinlich. Oh Gott, Spiel. Mach mich nur fertig. Merk schon, das will mein, will an meinem Selbstvertrauen nagen. Das schafft es auch. Ich habe keinen Multiplikator, ich habe nur normale Waffen, nur normale Ausrüstung. Das kann was Gutes werden. So. Einfach ganz ruhig. Da ist ein bisschen Gold, das brauchen wir auf jeden Fall. Bisschen in den Rhythmus reinfinden. Affe, kein Problem, wir haben den Speer. Gegner, kein Problem, wir haben den Speer. Habe ich schon erwähnt, dass ich einen Speer habe? Wenn ja, dann habe ich immer noch einen Speer. Praktisch, oder? Ich finde es praktisch. Ich schlage einfach mal jeden Gegner, der hier ins Feld kommt. Oh, ich habe gerade so Angst. Okay. Das war jetzt einfach zu ironisch. Jetzt sieht man genau den Moment. Genau jetzt habe ich mir gedacht, ich bin der King, weil ich die Fledermaus erledigt habe. Und... Warte. Genau in dem Moment dachte ich mir, ich bin der größte Idiot, weil ich das einfach sowas von vermasselt habe. Ach ja. Ein stetiges Bergauf und Bergab in diesem Spiel. Aber genau das gehört dazu. Genau deswegen liebe ich es. So, aber nicht diesen Schleim. Den liebe ich nicht. Der ist böse, der muss getötet werden. Komm, 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 komm. Perfekt.
lasse mich ganz ungern von so einer einfachen Fledermaus treffen. Ja, von so einem Skelett eigentlich auch, aber manchmal lässt sich's nicht vermeiden. Da ist mein Coin-Multiplikator schon wieder erledigt. Also an den Geistern verliere ich wohl am öftesten meinen Multiplikator. Einfach nur, weil ich zu dumm bin zu kapieren, dass ich die nicht angreifen kann direkt. So, was ist hier drin? Oh, ein Fallenraum, schön. Meine Lieblingsräume. Hier. Komm, da ist was versteckt, oder? Da war tatsächlich was. Sogar eine gute Rüstung. Dass ich sowas noch erleben darf. Ich glaube, so eine Rüstung hat er schon ewig nicht mehr. Also jetzt ist gerade aber Langschwert-Saison, oder? Ich meine, ich bin der Letzte, der sich darüber beschwert, aber... Es wundert mich nur. Normalerweise wünsche ich mir immer ein Langschwert und krieg keins. Heute werden sie mir nachgeworfen. So, und den Dornenschrein will ich nicht aktivieren. Der ist in meiner Verfassung tödlich. Weil ich immer gerade und gerade mit ein bisschen Leben in die nächste Ebene komme. Und wenn ich dann noch ein halbes Leben verliere, nur wegen der nächsten Ebene, dann ist das ein kurzes Vergnügen. Boah, das war jetzt knapp. Hätte mich jetzt treffen können, Skelett. Aber hat es nicht. Gott sei Dank. Komm. Du brauchst ein Langschwert. Langschwert. Ich habe zuerst gemerkt, dass ich aus dem Takt bin, als es schon viel zu spät war. Wir können das Langschwert und das kaufen. Und weil wir so spendabel sind, holen wir uns die Kiste auch noch und hoffen, dass ein Äpfelchen oder irgendwas anderes zum Essen drin ist. Okay, Holster. Dann nehmen wir die Waffe auch noch mit. Ich werde sie bestimmt niemals ausrüsten, weil ich den Dagger einfach abgrundtief hasse. Aber wir haben ihn dabei. Wir sind Dagger... Daggerviens. So wie Whovians bei Dr. Who, wir sind Daggerviens. Aha! Runtergefallen, Loser. Oh, es war so klar. Hier brauche ich eine Bombe. Vielleicht kriegen wir noch eine. Wenn man vom Teufel spricht, dann ist da eine versteckt. Ich will jetzt ran. Hoffen wir mal, dass ich... Ah, ja, ja, ja. Schön. Ich hatte schon Angst, dass auf der Seite auch nur so Steine sind, aber... Hat geklappt. Und, oh, ein Titanium Bolzen und zwei Herzen. Die sind wichtig. Die Ballettschuhe sind auch cool, weil ich weiß mittlerweile, was die bringen. Mit denen kann man keinen Takt mehr verpassen. Also man kann theoretisch den Multiplikator nur noch durch schlechte Aktionen wie von Gegner getroffen werden verlieren oder Affe oder keine Ahnung was. Ansonsten behält man seinen Multiplikator, auch wenn man mal den Takt übersieht. Das ist äußerst praktisch. Aber erstmal müssen wir jetzt ein bisschen Gold sammeln. Oh, das hätte jetzt zum Verhängnis werden können. Der springt nicht weit. Tempo down. Ach verdammt, der ist jetzt durch die Falle gestorben. Mist, Mist, Mist. Dann bringt es nämlich kein Gold. Das ist böse. Komm, ja, wunderschön, wunderschön. Wir nehmen jetzt die Abkürzung hier durch. Die weiße Rolle, was bringt denn die weiße Rolle nochmal? Ich glaube, die friert alle ein. Das dürfte die Eisrolle sein. Wir haben 208. Und zwei Bomben, das sollte sich ausgehen auf jeden Fall. Räume haben ja keine mehr. Dass ich die Armbrust nicht kriege, das war mir schon klar, wie ich den Preis gesehen habe. Bei 438 ist verdammt viel. Nein!
Nein! Oh Gott. Dachte, ich hätte jetzt schon wieder den letzten Takt verpasst. Boah, das wäre so böse gewesen. Wenn man seine Bomben für das verschwendet und dann ist einfach vermasselt, das zu kaufen. Ach ja, jetzt können wir keinen Takt mehr verpassen. Gerade schon gemerkt. Was natürlich auch praktisch ist, weil es damit im Prinzip den Trommeleffekt oder den Vorteil... Ah! Einer Trommel nimmt und ihn uns einfach so gibt, ohne dass wir auf die Trommel denken müssen. Einfach nur stehen bleiben. Käse! Die Schaufel würde ich mir auch noch gern holen und da wir eh keinen Ring haben, kann ich mir den Ring auch holen. Dann halt so. Dann esse ich den Käse eben gleich. Jetzt dachte ich, da wäre ein Skelettraum, aber das war nur ein einzelnes. Oh, sieh einer an, der kommt jetzt vorbei. Der arme kleine rote Geist. Flüchte jetzt mal in den Raum hier, weil mir sonst da unten der Platz ausgeht. Und da unten kommt... Ah! Der Drache? Oh! Aber kein Problem, wir haben eine gute Waffe. Der lässt sich der erledigen, okay. Sehr schön. Das war mein Multiplikator. Das ist die Todesecke. Ah! Boah! Wie ich solche einfachen Sachen einfach fast vermassel. Ah! Was? Oh, ich hab... Wie habe ich es denn jetzt geschafft, meine Waffe zu wechseln? Ja, ich bin gerade überfordert mit den Sprungfeldern. Deswegen gehe ich jetzt mal den einfachen Weg. Ich war jetzt gerade wirklich überfordert, wie ich da hinkommen soll zu den Fledermäusen, ohne selbst getroffen zu werden. Aber wir haben es ja praktisch gelöst. So. In den Geheimraum waren wir schon. Dann gehen wir einfach noch in den Shop. Kaufen uns die coole Schaufel und den coolen Ring. Die Rolle wäre natürlich praktisch. Ich will das Essen jetzt eigentlich auch nicht missen. Obwohl, ich hol mir jetzt das Essen. Oder ich falle einfach in die nächste Ebene. Passt schon. Oh Gott, nein, nicht Heavy Metal. Ach, das ist der Ring des K. Ich weiß, was das für ein Ring ist. Der bringt, dass man auf seinen Gegner zuspringt. Was ich beim letzten Mal gelernt habe, wo ich den unterschätzt habe, dass der Gegner auch von sich aus angreifen kann. Boah, wie ich einfach nur noch ein halbes Leben hatte. Boah, die Musik ist so überfordernd einfach. Und der Ring bewirkt nur, dass man auf den Gegner zuspringt, wenn man ihn auch erledigt. Weil man sonst denken... Ah, denken könnte, dass das den gleichen Effekt hat wie... Der Rapier. Boah, ich bin gerade mit den Nerven am Ende. Aber nein, der Rapier ist ein bisschen unterschiedlich dazu. Da in das Feld gehen wir rein, nachdem wir im Shop waren. Die Bongos sind gerade ziemlich sinnlos geworden durch den Ring. Durch meine Schuhe. Aber was soll das? So.
perfekt. Erstmal mit der neuen Umgebung klarkommen. Und mit der neuen Umgebung meine ich, dass ich auf die Gegner zuspringe. Was mir jetzt gerade schon fast zum Verhängnis geworden ist. Okay, okay. Boss ist erledigt. Alles in Ordnung. Boah, ich bin gerade noch so richtig fertig von dem... von dem Endboss von der ersten Zone. Boah. Also ich glaube, mein Puls ist gerade auf sonst wo oben. Aber... es läuft. Hab's wahrscheinlich gerade wieder verschrien. Das ganze Spiel. Dadurch, dass ich gesagt habe, es läuft, aber... was soll das? Was soll das? Bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich endlich mal wieder in der Aufnahme in die nächste Zone gekommen bin. Und vor allem in der nächsten Zone dann nicht direkt gestorben bin. Ist da auch schon was? Die Glas... nein, nicht die Glaspeitsche. Dafür wurde ich zurechtgewiesen in den Kommentaren. Das ist eine Titaniumpeitsche und ich habe es einfach nicht gemerkt, weil ich einfach so dumm bin wie ein Stück Brot. Nichts gegen ein Stück Brot, das war jetzt wahrscheinlich beleidigend für das Stück Brot, aber egal. Oh Gott, wir gehen einfach weiter. Weil ich einfach mit den langen Waffen besser klarkomme als mit den anderen Waffen. Das ist eine Glaspeitsche, meine Damen und Herren, wir haben gefunden, was wir... dachten. What the fuck? Boah, auf einmal stehe ich vor. Auf einmal stehe ich direkt vor dem Ding. Oh, oh Gott. Ah, dummer schwarzer Magier. Du mit deiner schwarzen Magie. Oho. Okay. Boah, ich bin einfach fertig gerade. So, muss alles ein bisschen ruhiger angehen. Purple Scroll. Hier ist einfach auf der Stelle hingefallen ist. Sah süß aus. Spielen wir Ping-Pong? Ping-Pong! Ja, ras nur zu den Gegnern runter. Also ich merke schon, den Ding-Magier mag ich nicht. Ach, das war Gigantismus. Das merke ich mir nie, was die Schriftrolle bringt. Ich könnte jetzt mal kurz mir diese Peitsche ausleihen. Boah, wie einfach der ganze Bildschirm... Oh, wir sind schon bei 23 Minuten. Das war jetzt ein langer Part. Aber wir haben es mal wieder ein bisschen weiter geschafft. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es wieder weitergeht mit Crypt of the fucking Necrodancer. Bis dann, Leute. Ciao.